Hallo Leute, heute mit einem Let's Show von meiner Welt für meine Abonnenten. Ich war gerade schlafen bei einem Haus von Julian P96. Yeah! Wenn ihr mal Videos von dem schauen wollt, der heißt Freerunner und zeigt echt gute Tricks. Und es ist ein kleines, bescheidenes Häuschen mit Sitzbank. Ja! Gut. Dann gehen wir weiter zum nächsten. Ach, scheiß Tür. So. Hier ein kleiner Baum. Mit Bänken und so. Und Lichtern. Und hier ist das Kohlewerk von Julian P96. Mit Kohle und so ein TNT-Scheiß und so. Ja, das ist ganz schön cool hier. So. Gut. Und dann gehen wir weiter zu unseren Viechern. Da ist jetzt ein bisschen was schief gelaufen. Zwei Schafe sind bei den Kühen, aber ist auch egal. So, das ist das Haus von irgendjemandem. Ein Wohnhaus. Mit zwei nicht vorhandenen Betten. Doch ein vorhandenes Bett. Kann man nicht zwei Betten nebeneinander stellen, doch. Ganz viel, ganz viel, ganz viel, ganz viel. So, das ist ein Haus mit Deckenlicht. Dann gehen wir weiter zur Schule. Dort, wo beide noch hingehen. Die Schule. Mit Tafel und Pult und... So, liebe Kinder, nehmt euch alle ein Buch. Gut. Ach, ist ja auch egal. Dann, hier kommen noch ein paar Häuser hin. Das dauert zwar noch ein bisschen. Einer von denen wollte auch einen Neandertaler, der andere wollte einen Riesenknopf, warum auch immer. Hier ist Bürgermeister und Co. Bürgermeister, ist ein richtiges Dorf. Mit einer Pflanze und einem zweiten Stock, wo jeweils Kinder mit einer Blume waren, schlafen können. Scheiß Tür. Ja, wieder mit Deckenlicht und so. Und hier ist das Elternbett. Gut, dann geht es weiter zu unserem Rathaus. Scheiß Bug. So, WCs. Hier gibt's WCs. Und hier ist nochmal ein WC. Ist zwar ein kleines Rathaus, aber immerhin. So, und hier kommen wir zum Bürgermeister. Ja, ich habe ein Problem mit meiner Miete. Gut. Gehen wir weiter. Was ist das? Holzfäller. Ah, da hat er Siedlinge, da hat er Holz. Und der müsste mal wieder fällen. Gut, dann gehen wir weiter. Immer schön auf der Straße gehen. Zum Haus von Rable 1990. Der hat zwar keine Videos drin, aber ist trotzdem ein Abonnent, also kriegt er auch ein schönes Haus. Ich hoffe, es gefällt dir. So, dann weiter zu unserem Gemeinschaftsbad. Wow. Ein richtiges kleines Bad, wo alle schwimmen können. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen vom Weg abkommen. Kommen wir zu unserem Kuhstall, wo Kühe im Kuhstall sind. Was hier ein bisschen schief gelaufen ist. Aber ist ja auch egal. Die Kühe sind hier drinne. Wundertoll. Milch, bla 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 bla. Nichts drinne. Und dann geht es weiter zu einem besonderen Teil nur für den Julian P96. Der ist ja Freerunner und jetzt zeige ich ihm ein paar nachgebaute Tricks. Zum Beispiel in seinen Videos sieht man, wie er die Treppe runterläuft und dann da hochspringt und so rüberklettert. Das ist die Leiter. Müsst ihr euch angucken, dann wisst ihr, wovon ich rede. Dann Freerunner voll rüberspringen und ich hab's nicht geschafft. Dann müssen wir da hochklettern. Und wieder. Und nochmal. Und hopp. Und runterspringen, ohne uns den Knochen zu brechen. Yeah. So, dann geht es weiter zu einem Trick, den mir der
Rabble1990 gezeigt hat. Ach, gehen wir gleich da lang, da haben wir noch ein bisschen was. Ja, hier sind ein paar Schwämme, weiß ich auch nicht warum. Das hier ist eigentlich mal was gewachsen, aber ist auch egal. Kleine Brücke. Und dann gehen wir zum Hafen. Der Hafen. Da sind jetzt zwar keine Boote drin, aber es geht auch ohne. Oder nee, es geht nicht ohne. Wir nehmen uns schnell einfach eins. Boot, Boot, Boot. Da ist ein Boot. Ja. Bisschen schneller hätte schon sein können. Gut, dann geht's mal hier runter. Es wird sowieso gleich wieder kaputt gehen. Und wir sind doch schon wieder da. So, dann kommen wir zu einem besonderen Trick. Die Geheimtür. Wow. Voll cool. Bloß werde ich das hier noch irgendwann mal ausbauen. Das ist noch nicht wirklich das Beste. Und wie kommen wir wieder raus? Einfach so. Bloß müssen wir die Wagen dann wieder irgendwie zurücksetzen. Aber das kriege ich irgendwie hin. Und jetzt fällt mir auf, dass mir noch ein Aufzug fehlt. Schauen wir uns die Welt von oben an. Jungs, das ist nur für euch gebaut. Erstmal für die beide, die anderen kommen dann noch. Gut. Dann kommen wir zu einem anderen Projekt von mir, und zwar die Berliner Mauer. Hier mit ein paar Minenfeldern. Einem Aussichtsturm und dem... was soll das sein? Ach, ich weiß nicht, es fällt mir jetzt irgendwie gerade nicht ein. Ach. Naja, das Tor halt. Ist ja auch egal, es ist das unwichtigste Tor. Und es sieht hier ein bisschen komisch aus, aber das sollte so sein. In den Berg reinführend. Gehen wir noch hier in die Sicherheitszone. Hier ist noch nicht wirklich viel. Hier wird auch nicht wirklich viel kommen. Treppe, Treppe. Oh, da sind schon Pilze gewachsen. Treppe, Treppe. So, so. Sind wir schon oben. Hat man voll die Aussicht. So, das war's auch schon wieder von meinem kleinen Let's Show. Die Welt wird sich noch erweitern, aber zuerst muss ich ein paar Let's Plays machen. Dann sieht man sich wieder in meinem Let's Play. Bis bald.